Erst vor einigen Tagen berichtete ich im Rahmen meiner monatlichen Netflix-Anime-Vorschau über zahlreiche Neuzugänge im September. Das Video verlinke ich euch in der Beschreibung. Heute hingegen soll es um teils sehr überraschende Anime-Abgänge gehen. Dass Netflix regelmäßig Anime aus dem Katalog wirft, weil die entsprechende Lizenz ausläuft und oder nicht verlängert wird, ist nichts Neues. Jedoch waren die entsprechenden Ankündigungen bislang eigentlich immer an eine gewisse Vorlaufzeit bis zur Vollstreckung gekoppelt. So habe ich die Gelegenheit, euch rechtzeitig zu informieren und ihr genügend Zeit, um die bevorstehenden Abgänge noch anzuschauen. Wie im aktuellen Beispiel von zwei Anime-Serien, die auf Netflix nur noch bis zum 30.09. verfügbar sind. Und zwar Steins Gate und Demon King Daimao. Davon abgesehen wurden nun zahlreiche weitere Anime-Serien und Filme entfernt. Und zwar mit sofortiger Wirkung, soll heißen, diese Titel stehen fortan nicht mehr zum Abruf bereit. Food Wars Staffel 1 und 2. Die Black Butler Staffeln 1 bis 3. Blue Exorcist sowie Blue Exorcist The Movie. Die Inuyasha Filme 1 bis 4. Summer Wars. The Garden of Words. Dragon Ball Z Resurrection F. Und My Hero Academia. Zudem wurde bekannt, dass die beiden Tokyo Ghoul Staffeln als auch Psycho Pass Season 1 ebenfalls am 30.09. die Plattform verlassen werden. Hinzu gesellen sich ebenfalls am 30.09. noch weitere Titel, nämlich Death Note, Code Geass, Code Geass Akito the Exiled, Bleach und Attack on Titan. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Anime, die von Netflix verschwinden, auch wieder auf der Plattform auftauchen. Ob dies bei den eben aufgelisteten Titeln, die alle vom Publisher Kase stammen, der Fall sein wird, ist noch unklar, meiner Meinung nach jedoch recht unwahrscheinlich. So viel also in aller Kürze dazu. Mehr Anime- und Netflix-Neuigkeiten gibt's dann wieder wie gewohnt in meinen wöchentlichen Anime-News und meinem monatlichen Netflix-Format.